Die Unruhe in der Ukraine scheint immer weiter zu wachsen und wir sehen, dass Selenskyj gegen die eigenen Politiker vorgehen muss. Es ist jetzt von ukrainischen Politikern laut über Frieden nachgedacht worden. Und da können wir sehen, dass jeder, der auch nur ansatzweise gewagt hat, so etwas zu sagen, abgesetzt wurde oder schlimmer. Lass uns hier mal mit ein paar aktuellen News starten. Wenn ihr die Heute-Nachrichten euch anschaut zu den Waffenlieferungen, ihr habt das vielleicht mitbekommen, es werden 5 Milliarden Euro an die Ukraine geliefert. Der Hauptteil davon wird von Deutschland bezahlt. Dann werdet ihr lesen, Zitat, der ukrainische Außenminister Dmytro Kuleba dankt den EU-Mitgliedstaaten. Auf X schreibt er, dies ist eine weitere starke und zeitgemäße Demonstration der europäischen Einigkeit und Entschlossenheit, unseren Sieg zu erringen. Es scheint so, als spricht er vom ukrainischen Sieg. Wie sieht das Ganze aus, wenn wir in der Zeit zurückgehen? Starten wir mit 4 Tagen zurück. Vor 4 Tagen habt ihr gelesen in der Berliner Zeitung Folgendes. Selenskyj erwägt Entlassung von Außenminister Kuleba. Also derjenige, der gerade vom ukrainischen Sieg spricht. Und wenn ihr dann lest, dann fragt ihr euch, warum? Aber ihr werdet einen O-Ton hören, er beklagte zu wenige Waffen. Er sagte, dass die Europäer nicht weiter so wenig liefern können, weil die Russen einfach zu stark sind dafür. Und er hat den Erfolg der Ukraine mehrfach angezweifelt. Und wenn ihr jetzt einen weiteren Tag zurückgehen würdet, dann würdet ihr etwas noch viel, viel Fataleres hören. Eine Sache, die in unseren Medien kaum angesprochen wird. Ihr würdet hören, ich glaube, es gab ein Interview mit Kuleba, mit einem arabischen Nachrichtendienst. Und was hat er da gesagt? Er sagte, Zitat, es ist Zeit, über Frieden in der Ukraine nachzudenken. Ein klein wenig anders als das, was er jetzt gesagt hat, oder? Zitat, das werdet ihr hören hier, das ist in der Zusammenfassung. Kuleba betonte, dass Russland die Türen offen habe, um am Friedensgipfel teilzunehmen, der voraussichtlich im Sommer in der Schweiz stattfindet. Verstehe ich das richtig? Während also jetzt Kuleba ganz offen als Ukrainer darüber nachgedacht hat, Frieden mit Russland zu haben, ist es so, dass falls er das ausgesprochen hat, man ihn absetzen wollte und dass während die Ukrainer jetzt selber über Frieden nachdenken, dass wir in Europa darüber nachdenken, was hat Macron da gesagt, dass wir Truppen in die Ukraine senden wollen. Das heißt, das Land, das am Krieg beteiligt ist, das möchte am liebsten aufhören. Und wir können gar nicht anders, als weiter zu deeskalieren. Also nochmal, das heißt, wir wollen den Frieden anscheinend nicht zulassen. Gleichzeitig setzen wir aber rote Linien. Was hat Macron gesagt? Sollte Russland nach Kiew vorrücken, dann ist das so die rote Linie, wo Frankreich Truppen senden könnte. Aber das ist das, was mich hier stört, diese kontinuierliche Eskalation. Und ihr könntet ja das Gefühl kriegen, dass die alle das wollen. Im Gegenteil. Ihr hört jetzt, dass es immer Leute gibt, die das dagegen aussprechen. Aber jeder von ihnen wird zumindest abgesetzt. Erinnert euch, wer das noch war? Wer war es noch? Saluschny. Der hat ja mehrfach angesprochen. Damals war es bei Bachmut auch. Dass er gesagt hat, ey, das akzeptieren wir nicht mehr. Das Ganze, wir sind in der Hinterhand. Wir können diesen Krieg nicht gewinnen. Ihr wisst, was dann passiert ist, oder? Vor einem Monat wurde er endgültig abgesetzt. Das ist auch das. Ich habe das neulich gelesen dann, dass man gesagt hat, hier, es ist so, dass die Kritik an Selenskyj wächst. Es war einmal der ehemalige Präsident Poroschenko, aber auch dann der Militärführer Saluschny. Und das ist das, wo man Angst vor hat. Saluschny, der ist jetzt als Botschafter nach Großbritannien gesandt worden. Jetzt könnt ihr euch die Frage stellen, warum. Aber weil man Angst hat, dass er sich eventuell stellen könnte gegen Selenskyj, weil die Kritik immer weiter wächst. Man muss jetzt einen Saluschny wegschicken, damit man ansatzweise die Kontrolle behält. Das war ein Artikel, den hat man bei Merkur dann gepostet. Das war ein Hilferuf der Soldaten. Zitat, wir sind Fleisch, Zitat Ende, Soldaten betteln Putin um Mitgefühl an. Das heißt, ihr hört das, die Soldaten im Krieg, die wollen nicht mehr. Man hat die x-fache Mobilisierungswelle gestartet. Ihr hört immer mehr ukrainische Politiker, die sagen, so, jetzt wird es Zeit, mit Russland zu verhandeln. Aber die EU, die will das nicht. Hier fängt man an, plötzlich das Vaterlandsgefühl in euch zu wecken und dann zu sagen, dass wir uns dem Militärdienst wieder anschließen sollten, um uns eventuell gegen Russland zu verteidigen.
Das ist die Situation, die ihr habt. Und ich sage euch, ihr solltet euch überlegen, in dieser jetzigen Situation, bei all den Sachen, die hier kommen, dass es immer hitziger wird. Und ihr solltet euch zumindest einmal anschauen, ob man da nicht auswandern könnte. Ihr habt einen Report mit den besten und sichersten Ländern, falls es soweit ist, dass ihr einfach mal gehört habt, wo man hingehen könnte. Aber das hier ist die Situation gerade in der Ukraine und es ist ein absolutes Unding. Ich würde mich freuen, wenn ihr mir auf Telegram folgt. Ihr findet den Link und alles in der Beschreibung. Das war's erstmal hiermit. Bis zum nächsten Mal.